hatte kaum Schulbildung, aber sein Einfluss auf die Literatur ist riesig. Man muss sagen, dass Bunyan einfach ein Urgestein der Literatur ist und man sich auf ihn ebenso sprichwörtlich und anekdotisch immer wieder bezieht wie auf biblische Erzählungen. Er studierte nie Theologie, aber er kannte die Bibel durch und durch. Das Zentrum seiner Lehre war Jesus Christus, schlicht und ergreifend. Er war kein Träumer, aber ein Traum machte ihn berühmt: John Bunyan und die Pilgerreise.